Willkommen zum nächsten Einheit unter Lupe. Diesmal haben wir die nächsten neuen Kopfgeldjäger fürs Imperium und die Rebellion, die beiden IG-Attentäter-Druiden-Einheiten. Ich bin richtig gespannt auf diese beiden Modelle und mal sehen, was die Star-Wars Legion hier alles mit uns machen können. Viel Spaß gleich beim Zugucken. Gut, ich habe schon mal die erste IG-Einheit, die in Anführungszeichen ältere IG-Einheit hier aufgetan ist, die IG-11. Die IG-11 ist die Einheit, die sowohl für Rebellion als auch fürs Imperium arbeiten kann. IG-88 gehen wir danach durch, der ist nur fürs Imperium. Die sind sich sehr ähnlich, aber gehen wir dann einzeln halt durch. Wir haben hier halt wieder beide Einheiten sind eine Söldner-Einheit, das heißt, sie können unter diesen verschiedenen Mechaniken mal Söldner mitnehmen kann, ne? Man kann einen Söldner prinzipiell beim Getten-Slot mitnehmen, Ausmalt Underworld Connections mit Befehle geben, geht halt auch nur über dieselbe Affiliation. Haben wir alle schon mal durchgesprochen. Ich wollte nur noch mal eine kleine Erinnerung ausmachen, weil das vergisst man halt ganz schnell. Ist ja auch noch ein bisschen neu. Ja, und wir sehen hier jetzt halt die IG-Einheit, wie gesagt, Imperium und Rebellion, dieses Zeichen hier, da kann man sie für benutzen. Und der bringt ein sehr interessantes Profil mit. Die IG-88 sagt sehr ähnlich. Wir gehen jetzt aber hier erst einmal das so komplett durch, vergleichen danach später und ziehen dann ein kleines Fazit. Also, was kriegen wir hier? Wir haben hier den IG-11. Der gute kostet 105 Punkte. Ist ein Agent natürlich und ein Druidentruppler. Das heißt, er verliert keine Aktion, wenn er in Anführungszeichen niedergehalten ist. Er kann gar nicht niedergehalten werden und kann aber ganz normal paniken. Er hat einen roten Verteidigungswürfel, 5 Lebenspunkte, 2er Moral und einen Hit-Convert und die Standard 2er Bewegung. Er kann einen Trainingslot, einen Com-Slot, einen Gear-Slot und einen Program-Slot kann der gute ausgerüstet kriegen. Hat im Nahkampf 4 rote Würfel, im Reichweite 1 bis 3 hat er einen E11-Blaster mit 1 Schwarz, 2 Weiß und Durchschlagen 1. Auf Reichweite 4 hat er ein DLT mit 2 Schwarz, einem weißen Würfel. Also schon mal sehr, sehr viele Waffen für ein einzelnes Modell. Zusätzlich hat er Panzerung 1. Das ist natürlich ganz nützlich, gerade weil er als Ruin-Truppler halt keine Suppression-Deckung kriegt. Ist er auf jeden Fall, auch wenn er am offenen steht, mit Niederhalten mag und ich hat auf jeden Fall diesen einen Treffer, den er negieren kann, macht ihn schon mal ein bisschen haltbarer. Dann hat er zusätzlich noch, um haltbarer zu machen, Impervious, also die, was man sonst von Mandos und so kennt, wenn man halt gegen Pierce verteidigt, würfelt man halt mehr Verteidigungswürfel und hat so einen kleinen Schutz gegen mögliche Pierce-Waffen, die auf einen schießen. Klar, man hat jetzt keinen Defensivkonvert, aber es hilft ein bisschen. Man hat Scharfschütze 1, hilft natürlich mit dem offensiven Output ein bisschen. Und man hat die Sonderregel Ganzlinger. Ganzlinger heißt, ne, wenn man halt angreift, kann man halt, nachdem man eine Range-Attack gemacht hat, eine weitere Range-Attack machen gegen eine andere feindliche Einheit in Reichweite. Man kann da auch, wenn man das möchte, Waffen wechseln und sowas Verrücktes. Ne? Man müsste, man hat jetzt hier, hat er keinen Arsenal oder sowas, das schießt entweder mit seinem E11-Blast oder mit seinem H4-Gewehr und das kann er dann aufteilen, hin und her schießen, wie er das halt gerade braucht. Ne? Denn wir sehen halt, er hat einmal auf Range 4 eine Möglichkeit, ein bisschen Schaden zu machen, hat auf Reichweite 3 aber einen Durchschlagen, aber schlechtere Würfel und halt ein Hit-Convert insgesamt Scharfschütze 1. Also, wenn wir jetzt uns nur dieses Basisprofil angucken, dann ist es jetzt nicht ultimativ beeindruckend, sagen wir halt mal, weil Damage Output, dieser IG-11 hat, egal was, wie man es halt sagen möchte, hat auf jeden Fall Schwierigkeiten, durch schwere Deckung durchzukommen. Ne? Sei es mit dem E11 Blaster oder mit dem DLT. Ne? Also wir gucken, klar, der DLT hat dann 13 Achtel an Treffern. Ja. Das E11 hat 11 Achtel an Treffern, die er ohne Zielmarke und sowas halt macht. Das heißt, da, wenn da schwere Deckung runter zu leichter Deckung und dann kommt da nicht so viel mehr halt durch. Ne? Wenn dann auch noch irgendwelche Ausweichmarken und ähnliches liegen. Ja. Aber der gute IG, da kommen doch gerade mit seiner Programmierung ein paar interessante Tricks damit rein. Und dann auch die Command-Karten. Gucken wir uns gleich mal halt alles an. Machen wir als erstes die Programmierung, die sind nämlich ganz, ganz wichtig für ihn. Und danach gehen wir die Command-Karten rüber. Sonst irgendwelche besonderen Upgrades haben wir halt nicht bei ihm halt mit dabei. Ja,
will ich nichts weiter zu sagen. Man kann halt die klassischen Upgrades auch wie mitnehmen. Ne? Jeder weiß mittlerweile, was man auf Bounty Hunter einfach Upgrades spielen kann. Trainingsleutnant, Jäger, offensives Vorrücken, teilweise auch aus dem Personal, weil man ja in kurzer Range recht viele Tokens produziert. Ne? Aber gut, gehen wir erst einmal die Programmierung durch. Die Programmierung kennen wir quasi schon von dem Spindruiden. Der kann jetzt nicht die gleichen Programmierungen mitnehmen, wie man es bei den Separatisten halt kennt. Nee, er hat einmal das Nanny-Programming, was man nur als Rebell halt mitnehmen kann. Das kostet 0 Punkte. Man kriegt, wenn man einen Grogu in der Armee mitnehmen möchte, dann kriegt er halt Counterpart IG-11. Also müsste der Grogu nicht nur beim Mandalorianer, wie letztes Mal besprochen, mitgenommen werden. Nein, es würde auch über den guten Grogu halt, der Grogu könnte auch beim IG-11 mitlaufen. Und dafür kriegst du IG-11 zusätzlich halt AI, Dodge oder Move. AI ist jetzt vielleicht ein bisschen was für alle Leute, die noch keine Separatisten gespielt haben, ein bisschen was Neues. Da ist man als Imperium-Spieler oder in dem Fall Rebellenspieler halt gar nicht so gewohnt, dass man sowas halt haben kann. Das heißt, wenn man jetzt keinen offenen Befehl halt hat, was halt auch mal passieren kann bei Kopfgeldjägern, denn die kriegen auch nicht so einfach immer Befehle. Außer mit ihren eigenen Karten, dann muss man als erste Aktion sich entweder bewegen oder einen Ausweichmarker halt nehmen. Denkt ein bisschen ein, Move ist okay, sage ich mal, als R-Aktion. Man möchte sich sehr oft eigentlich halt bewegen. Ausweichen als zweite Option. Ja, okay. Ja. Sind wir ehrlich, die Snappy-Programming, das ist cool. Ich finde das sehr, sehr fluffig, sage ich mal. Das ist einfach thematisch, dass man halt den Grogu sich vorschneiden kann und dann fährt man hier halt durch und schießt um sich herum. Ja, auf jeden Fall ganz witzig. Ja, so also gut passt der Grogu dann aber leider halt doch dann nicht zu ihm. Also, wir haben über Grogu gesprochen, halt bei Mandalorian. Ich möchte hier auch gar nicht so viel weiter eingehen. Grogu hat ein paar nette Effekte. Der IG-11 möchte auch relativ nah ran aufgrund seiner Command-Karten gucken wir halt noch. Und der möchte sich irgendwie eigentlich auch in die Luft jagen. Gucken wir auch noch. Deswegen, ja. Finde ich Grogu jetzt nicht so super mit ihm zusammen. Aber wir haben eine sehr, sehr interessante Programmierung, das ist das Bounty Programming. Für 5 Punkte, sind wir also bei 110, da kriegt er das Bounty Keyword, also Rebellen können es also auch Bounty kriegen, es geht nämlich bei Rebellen und beim Imperium. Und man kriegt AI Aim oder Attack. Ja, das ist schon ein bisschen einschneidender, sage ich halt mal. Sollte man halt mal keinen offenen Befehlsmarker haben und nichts angreifen können, dann muss man halt zielen. Und das ist irgendwie meistens ein bisschen verschwendet von der Aktion, muss man ganz ehrlich sagen. Ist ein bisschen tricky, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da irgendwie mit Befehlen irgendwie vielleicht was hinkriegt. Oder ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen einschränkend. Dann hat es aber noch einen zweiten sehr, sehr interessanten und guten Effekt. Und zwar, wenn man jetzt, also man. Ne, sein Bounty, holt man ja quasi einen Siegestoken auf, entweder ein Commander oder ein Operative. Wenn man einen Command halt als Target nimmt, kriegt alle Waffen, die man halt hat, durchschlagen 1. Das ist natürlich, muss wirklich sich genau durch jede Waffe, die der Gute hat, also seien es sowohl seine vier roten Würfel, die kriegen auf einmal Durchschlag 1, egal auf welches Ziel man halt schlägt, ne? Genauso sein E11 Blaster dann Durchschlag 2 und sein DLT auch Durchschlag 1 und alle Waffen, die er noch über Command-Karten kriegt, kriegt auch Durchschlag 1. Interessant. Sagen wir mal einfach interessant. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, wenn man auf Sachen in schwere Deckung schießt oder Sachen mit einem Dodge-Token, dann kommt da jetzt erst einmal halt nicht viel bei rum, ja, wenn man auf irgendwas halt schießt, aber wir gucken uns die Romankarten an, er hat noch ein paar verrückte Möglichkeiten, sehr, sehr wilde Dinge zu tun. Na, die zweite Möglichkeit, die man hier hat, ist, dass man einen Agent natürlich halt wählt, dann kriegen alle Waffen Suppressive. Das ist auch in Kombination mit Gunslinger per se irgendwie auch ganz witzig, ne, darf man sagen. Also, das heißt, man schießt dann ja in der Regel auf zwei Ziele. Man macht jetzt nicht unbedingt so viel Schaden, wenn man dann keinen Durchschlag extra halt hat. Ne? Aber man legt auf die konstant, jede Runde, sage ich mal, verteilt man konstant vier Suppression Tokens. Ne? Plus zusätzliche andere Effekte. Nicht, dass Suppression gerade die größte Wichtigkeit hat, aber vielleicht kann man da auch so Builds bauen, ne? Wenn der andere erkennt halt auch mit, dass man da halt ein bisschen interessante. Ja, Suppression Builds halt machen kann. Nee, nee, nee. Ne?
Genau, der Effekt würde aber leider komplett verfallen, wenn halt, wenn man irgendwie gegen eine Liste spielt, die nur vier Commander halt hat. Ne? Weil vier Commander behält nämlich seinen Rang als, in der Regel, dann müsste es glaube ich halt hier Heavy Support sein. Ne, gibt noch, ja, genau. Ich glaube, alle vier Commander können nur bis jetzt in Heavies drin sein. Na, das heißt, der behält ja den Rang, das heißt, man kann gar keinen mögliches Ziel als Bounty halt nehmen. Das heißt, sollte man gegen so eine Liste halt treffen, ja, dann kann man leider, dann kann man da leider von gar keiner Sonderregel profitieren, weil man kein Bounty verteilen kann. Das ist ein bisschen Pech gehabt, aber so oder so ist es, denke ich, wahrscheinlich die Programmierung, die man am ehesten nehmen wird. Gut. Das ist erstmal, wie gesagt, das bleibt im Hinterkopf. Ich lasse es auch auf, weil wir gucken uns halt die Command-Karten an und dann geht da bestimmt ein bisschen was. So, wir haben nämlich die gute 1-Pip Mechanical Carnage vom IG-11 quasi direkt aus der Serie Mandalorianer halt mitgenommen. Ultra cool. Und die geht ein bisschen ab. Gibt halt nur IG-11 Befehl, typisch für Bounty Hunter, alles gut soweit. Und IG-11 verliert Gunslinger. Okay, dafür, sobald der IG-11 während seiner Aktivierung eine Attackenaktion halt macht, das erste Mal eine Attackenaktion halt ausführt, statt halt einen Angriff zu machen, kriegt jede feindliche Einheit in Range 2, wird jede feindliche Einheit quasi in Range 2 Angriff, also kresselt jede nacheinander halt an. So, und das ist ein bisschen, das ist schon, mit Positionierung geht da halt schon ein bisschen, sage ich mal. Ja, also muss halt nicht verstehen, man greift halt keine Einheit innerhalb Reichweite 1 an. Also sobald ein Modell innerhalb der Range 1 Band halt ist, kann man diese Einheit nicht beschießen. Aber jede Einheit, die halt ne, über Range 1, ne, genau, also in Range 2 halt ist, kriegt halt einen Angriff. Das heißt, wenn man sich dann zum Beispiel zuerst bewegt und dann halt diese Attackenaktion macht, hat man, und da kann man ja immer halt gut abmessen, hat man das Potenzial, sehr, sehr viele Einheiten zu beschießen. Ne? Und da kommt es natürlich dann darauf an, wie man da halt wirklich, ja, was trifft man da halt, ne? Also welche Deckungsart, welche Ausweichmarken, was liegt da halt alles, aber potenziell, wenn man halt zum Beispiel jetzt mit seinem E11-Gewehr halt schießt und dann Durchschlagen 2 hat oder auch allein mit seinem DLT schießt und Durchschlagen 1 hat, macht man da sehr, sehr viele Attacken gegen Ziele und da wirft man halt auch mal Crits, da wirft man auch mal gute Anzahlen Treffer und da werden potenziell ein paar Ziele halt auch Schaden kriegen. Ne? Genauso, wenn man halt in dem Fall Suppressive halt drauf hätte, das was auch eine Möglichkeit halt ist, dann verteilt man wirklich sehr, sehr viele Suppression-Marker. Wenn man auf alles auf Reichweite 2 schießt, legt man zwei Suppression-Marker quasi sehr wahrscheinlich drauf, wenn man einen Treffer würfelt. Auch interessant. Ne? Man muss ein bisschen halt aufpassen, sage ich mal, weil klar, es ist eine 1-Chip, aber auch der Gegner kann mit seiner 1-Chip halt auch mal anfangen. Ne, sobald IG-11 jetzt irgendwie da am Nahkampf gebunden wird oder sowas, verliert man halt komplett, weil man kann keine Range-Attacks machen. Ne? Hat er keinen vielseitig oder sowas auf seinen Gewehren. Das heißt, er ist quasi dann eingeschränkt, er kann nur nahkämpfen. Ne? Er kann auch nicht withdrawn und dann die Attack-Aktion machen, weil nach dem Withdraw geht das halt nicht mehr. Das ist schon ein bisschen eingeschränkt, ne? Auf dieses. Man muss genau in Reichweite 2 sein, das schränkt das halt schon ein, aber potenziell hat diese Karte wirklich eine gute Möglichkeit, sehr, sehr viel Schaden aufzuräumen. Es ist ein bisschen wie Sabine's Explosion, die halt auch das Potenzial hat, sehr viel zu tun, ne, aber manchmal auch nichts tut. Genauso ist diese Karte hier halt auch, ne, finde ich cool, ist auch sehr thematisch, gefällt mir. So, dann haben wir die 2-Pip halt noch direkt, A Machine Made for Killing. Die ist so. Sowohl für IG-11 als auch IG-88, also die teilen die beiden sich halt. Deswegen gehen sie aber schon mal komplett halt durch. Die Karten sind halt wieder sehr aufeinander halt abgestimmt. Ne? Das merkt man halt wieder so. Die 2-Pip, das ist halt so eine Karte, mit der läuft man mit dem IG halt rein und so eine Engage-Karte halt mal. Ne? Weil man kriegt halt IG-11 oder IG-88 halt den Befehl. Okay. Wenn man beide spielen sollte, kann man die Karte leider auch nur einmal mitnehmen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber sonst. Man kriegt einen Zielmarker, immer gut, mag der auf jeden Fall. Und man kriegt Demoralize 3 und Steady. Demoralize 3 ist halt ein netter Bonus, wenn man halt aktiviert und in Reichweite 1 bis 2 halt eine Einheit halt ist. Oder mehrere Einheiten ist, kann man bis zu 3 Suppression-Marker verteilen. Zusätzlich kriegt man halt nur noch Steady, also ruhige Hand. Das heißt, nachdem man sich bewegt hat, kann man dann auch noch schießen.
Ja, hat das Potenzial, sich zweimal zu bewegen. Dann schießt man zweimal, wenn man ganz länger hat, verteilt Suppression, hat vielleicht mit dem Monolith noch Suppression verteilt und da hat man ganz schön viele Suppression verteilt, finde ich witzig. sonst aber halt auch, ne, mit Durchschlagen und so. Da geht halt potenziell schon mal ein bisschen Schaden halt durch mit den Zielmarker und wie gesagt, man ist durch diese ruhige Hand halt ultra flexibel. Ne? Man kann natürlich auch einfach einmal sich bewegen, schießen und sich wieder verpieseln. Das ist auch gar kein Problem. Flexible Karte, einfache Karte, flexible Karte. Gefällt mir. Ne? Kann man halt nicht sagen. Zielmarker ist halt auch, wie gesagt, gut. Ja. Gute Sache. Und dann kommt doch wieder eine sehr, sehr verrückte Karte. Guck, wo ist die Dreierwippe an, die. Ja, interessant. Thematisch ist sie nämlich auf jeden Fall sind die Anti-Capture-Protocols. Man muss diese Command-Karte mitnehmen, wenn man IG-11 in seiner Liste halt mit hat. Da führt kein Weg dran vorbei. Man kann sie auch die Contingencies oder sowas halt tun. Man muss sie auf der Hand halt haben. Die Karte sagt halt aus, wenn man an sie halt gespielt hat, diese Karte. Und am Ende der Aktivierung von IG-11, wenn der drei oder mehr Wundentoken hat, dann macht er eine Attackenaktion mit folgendem Profil. Das heißt, das ist jetzt Selbstexplosionsprofil. Das heißt, danach wird er entfernt. Macht aber noch einmal richtig Kaboom. Kann man einfach halt sagen. Weil dann wird halt jede Einheit, wo man dann halt steht, in Reichweite 1 mit drei roten und zwei schwarzen Würfeln getroffen. Mit, ja, ignoriert Deckung, Wucht 3, Suppressive. Und wenn man halt einen Commander als Bounty gewählt hat, dann würde man auch noch Durchschlagen 1 auf dieser Bombe kriegen, weil es auch eine Waffe ist. Aua. Also, diese Bombe hat wirklich das Potenzial, eine Armee zu verkrüppeln. Muss man einfach halt sagen. Es gibt einige Einschränkungen. Es ist eine 3-Pip. Weil es eine 3-Pip ist, fängt man damit halt nicht an. Man würde die 3-Pip ja auch nicht spielen, potenziell, mit, wenn man halt nicht schon drei Wunden hat. Ne? Also man würde sie ja wahrscheinlich nicht spielen, wenn man noch gar nicht verwundet ist mit IG und diesen Effekt halt nutzen möchte. Das heißt, der Gegner das kann potenziell anfangen. Und muss dann nur in Anführungszeichen zwei Wunden durchkriegen bei IG-11, was möglich ist auf jeden Fall. Da haben halt fast alle Einheiten die Möglichkeit dazu. Und dann wird das halt nicht so mit dem großen Kaboom. Aber sollte man das halt timen können irgendwie oder mit Guardian und ähnliches oder whatever halt oder ihn in den Nahkampf gebunden haben, sodass er relativ sicher ist. Diese Bombe halt hochjagen können. Ne? Also man könnte ja auch, wenn man nachgebunden ist, er wirft Drawn und dann macht er das halt. Ja. Dann macht es wirklich Kaboom. Und da gibt es halt so viele witzige Sachen halt, wie wenn er jetzt Hunter ausgerüstet hätte und dann ganz viele Verwundete Sachen man kriegt, da sammelt er halt Zielmarker, die er für die Angriffe halt ausgeben kann, wie er möchte. Ne? Vielleicht ist, weil man die Bombe halt auch da hat, eine mögliche Ausrüstung auf IG-11, dass man halt Emergency Stims halt immer mitnimmt, weil man so halt wirklich sagen kann, okay, du musst jetzt nicht nur zwei Wunden machen, du musst jetzt eigentlich drei oder vier Wunden halt machen, weil ich halt noch auf meinen Sims Wunden liegen kann, bevor ich halt sterbe. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und dann macht man da halt was. Ne? Man darf halt nicht vergessen, er kann auch paniken. Ne? Er hat auch nur Moral 2 und wenn er ein bisschen beschossen wurde, dann hat er vielleicht auch ein paar Suppression. Das heißt, wenn er dann halt auf einmal panikt und dann zu sich, am Ende halt zu seiner eigenen Kante halt läuft und dann steht da deine eigene Armee, ist halt auch doof wahrscheinlich. Ne? Er ist jetzt auch nicht ungehindert, das heißt, wenn er sich dann, ne, das heißt, wenn er irgendwie doof steht und sich über Gelände verlangsamt wird und dann nicht, also muss schon ein bisschen planen, wenn man die Karte spielt. Aber die hat wirklich ein ziemliches Potenzial, ziemlich viel Schaden zu machen, muss man ganz einfach halt sagen. Ne? Aber egal was halt ist, wenn man die gespielt hat, dann und die explodiert, ist das selber natürlich halt auch weg. Ne? Darf man nicht vergessen, er ist auch ein Ruin-Truppler, man kann zwischendrin halt auch unten halt reparieren, wenn man irgendwelche Custom-Mechs dabei hat. Also interessant ist es auf jeden Fall. So. Gut. Das sollte erstmal zum IG-11 gereicht haben. Gucken wir uns doch gleich mal IG-88 an, was der so schönes tut. So, wie gesagt, der IG-88 funktioniert im Prinzip sehr, sehr ähnlich wie der IG-11. Nur, dass er erst einmal nur vom Imperium halt gespielt werden kann. Er kommt auch direkt 5 Punkte teurer, der 110 Punkte fängt er halt auch an. Sonst sehen wir aber ein sehr ähnliches Profil. Wir haben statt dem Treffer-Convert ein Crit-Convert. Schon ziemlich
ziemlicher Bonus, muss man sagen. Durch den Grid Convert hat man auch mal die Chance, mit kleineren Würfelpools durch Deckung und ähnliches zu kommen. Er hat ein anderes Nahkampfprofil. Er hat halt statt vier roten Würfeln nur ein Regenbogen im Nahkampf, mit aber schon von Haus aus Durchschlagen 1. Und sein I-11-Gewehr hat von Haus aus Versatile. Was ganz interessant ist, sollte man mal im Lager verbunden sein, heißt das nämlich, dass man mit dem Vibro-Cleaver halt zuschlagen kann im Nahkampf und gleichzeitig noch mit dem E11-Blaster, weil man halt Arsenal 2 hat, aus dem Nahkampf herausschießen kann und ein bisschen seinen Schaden verteilen kann. Finde ich ganz interessant. Sonst haben wir, wie gesagt, ein sehr ähnliches Profil. Statt Ganzlinger haben wir halt Arsenal 2, das heißt, wir können halt statt auf zwei Ziele zu schießen, einen großen Würfelpool bilden, was dafür sorgt, dass man gegen ein Ziel halt wesentlich mehr Schaden machen kann mit dem IG-11 als jetzt mit dem IG-88, mit dem IG-11. Sonst haben, und wir haben halt keine Programmierung und auch keine KI oder ähnliches, weil der IG-88 halt ein bisschen weiterentwickelt ist und sich nicht mit KI und ähnliches halt abgibt. Ja. Gut. Sonst haben wir aber auch keine spezielle Ausrüstung, Training oder sonst was für ihn. Die Standardsachen kann man auf ihn nehmen. Auf ihm macht vielleicht halt auch sowas Sinn wie ein Zielfernrohr, weil er doch öfters auch mal Zielmarker kriegt und gute Würfel zum Wiederholen hat mit dem Grid Convert. Ein Jäger macht natürlich immer Sinn und die üblichen Concept-Raider, also. Und er ist ein guter Bounty-Hunter. Ne? Gucken wir uns gleich mal die Command-Karten an. Da, die sind auch relativ verrückt. Na, ein bisschen verrückt. So, fangen wir nämlich direkt an mit seiner Zweipip. Also seine zweite Zweipip, weil er noch die andere Zweipip, die blende ich auch gleich einfach nochmal fix ein, dass wir sie zum Ende rufen können. Aber der hat das Independent Programming. Na, passt ja auch zu ihm. Der gibt ihm einen permanenten Effekt, wenn man die Command-Karte spielt. Kennen wir ein bisschen vom Anakin, der hat ja auch sowas Aufbauendes. Und die sagt bei ihm halt immer, wenn IG-11 sich selber einen Befehl gibt, kriegt er einen Zielmarker. Okay, also entweder mit Command-Karten, aber es würde auch hier mit Seize Initiative oder mit Haku-Uplink gehen, wenn man sich da Befehle geben würde, würde man halt einen Zielmarker kriegen. Sonst, wenn man halt keinen Befehl kriegt, kriegt man Independent Dodge. Na, das heißt, würde man Ausweichmarker kriegen. Ne? Es gibt natürlich so seltene Fälle, dass man einen Befehl von einem anderen Bounty Hunter oder ähnliches kriegen würde. Ich glaube, so Cad Bane oder. Ja, Cad Bane oder ein Boba verteilt auch Befehle und die könnten auch an ihn Befehle geben, weil dieselbe Affiliation haben. Würde er dann auf einmal halt gar keine Tokens kriegen, muss man ein bisschen bedenken. Aber cool. Ist jetzt kein super krasser aufbauender Effekt, sage ich mal ganz ehrlich. Das ist jetzt nichts, was so wow. Aber es ist ein netter Bonus und kann man halt gut mitnehmen, dass man halt dann auch öfters mal Zielmarker kriegt. Wie gesagt, er ist ja ein Kopfgeldjäger, haben sehr gerne Zielmarker. Auch er mit seinem Würfelpool freut sich da immer drüber. Deswegen. Aber ist jetzt, sind wir ehrlich, nichts super Besonderes. Da gibt es stärkere Command-Karten, mein Kopfgeldjäger. Ich mache ja nochmal die zweite Karte halt rein, im Machine Made for Killing. Ist bei ihm auch sehr, sehr gut. Ne? Gerade halt hier, er möchte ja auch in Range 3 kommen, um halt seine beiden Waffen kombinieren zu können, da sich halt zweimal bewegen zu können, zu schießen und einen Zielmarker zu haben. Mit dann halt drei Schwarz, drei Weiß. Sehr, sehr cool. Ne? Wie gesagt, dann kann man gut noch Würfel wiederholen und da kommt dann der Schaden halt auch durch. Ne, gegen ein Ziel. Also, wie gesagt, ist auf IG-11 stark, ist auf IG-88 stark, ist prinzipiell stark. Ne? Kann man nichts gegen sagen. Dann haben wir noch eine Einbip, wo es ein bisschen erstmal verwirrend ist, wie es genau funktioniert, aber auch das werden wir erklären. Das ist neben Focused on the Kill, man kriegt wieder einen permanenten Effekt. Wie gesagt, kennen wir jetzt ja alles schon ein bisschen, Anakin hat auch sowas. Und das heißt, wenn IG-88, also der Effekt permanent, wird immer eine Attackenaktion, egal ob Nahkampf oder Fernkampf, gegen ein Ziel hat, was also was gebountied wurde, was halt so ein Victory-Token halt auf sich liegen hat durch das Bounty Keyword. Das muss auch jetzt nicht das Bounty sein, was er selber aufgelegt hat, wenn man Doppel-Bounty spielt. Hat man ja zwei Einheiten potenziell gebaut, das heißt, das würde für beide zählen. Und diese Einheit, wenn man die angreift, kann keine Tokens ausgeben. Ja, also keine Dodge-Tokens, keine Search-Tokens, keine Standby-Tokens. Ja. Das ist ein bisschen halt wie Duel of the Fates.
wohl permanent unter Beschuss auf IG-88 gegen ein bestimmtes Ziel. Ja, das ist ziemlich cool. Also Jedi finden das richtig, richtig kacke. Also einfach, weil die dann hier halt die Fleck nicht kriegen können und generell haben die immer viele Dodge-Tokens oder halt sonstige. Eine Djinn, die gerne mit ihren Dodge-Tokens rumliegt und will mit Nimble und sonst irgendwas. Und gibt schon viele Einheiten, die das ganz, ganz doof finden. Ohne generell auch keine Dodge-Tokens nutzen und sowas. Ja, das ist fies. Das hält halt permanent, du musst einmal die Karte spielen, dann hast du den Rest des Spiels diesen Effekt plus einen anderen Effekt. Und das ist halt, wenn IG-88 seine Anzahl an 5 Wunden kriegen würde und damit halt ausgeschaltet werden würde, wird er halt erst einmal nicht entfernt, sondern er würde erst entfernt werden am Ende der Runde. Ne? Das heißt, sollte man dann halt noch nicht aktiviert sein, die Runde, hat man auf jeden Fall die Chance, nochmal anzugreifen. Ne? Und sollte man halt irgendwelche Astromechs oder ähnliches dabei haben, hat man die Möglichkeit, auch noch die G88 zu heilen. Ne? Das funktioniert dann halt so. Gibt es auch ein FAQ, man liegt halt einfach weiter Wundtoken dann halt auf den IG-88 halt drauf. Das heißt, er könnte dann halt noch 6, 7, 8, 9 Wunden halt sammeln quasi. Und dann am Ende der Endphase wird halt geguckt, okay, hat er 5 oder mehr Wunden? Ja, dann wird er entfernt. Wenn nicht, dann bleibt er im Spiel halt weiter. Und das ist permanent. Also das ist ganz interessant, wenn man halt ein bisschen Astromechs halt mit dabei hat oder ein Delmiko oder ähnliches, dann kann man ja schon echt gut heilen auch mal. Ja, potenziell. Sehr, sehr nervig für den Gegner, weil allein, dass man halt dann nochmal drauf schießen muss, obwohl er schon eigentlich tot ist, nur weil daneben halt noch ein Astromech drauf steht. Das ist halt einfach, wo man möchte halt eigentlich auf was anderes schießen, wird aber gezwungen, dann noch eine Wunde drauf zu machen, damit er auf keinen Fall halt die Endphase überlebt. Ganz witzig. Ne? Ja, und ich denke, der IG-88, also um Kopfgeld zu jagen, sich auch zu holen, ein sehr, sehr interessanter Kopfgeldjäger, muss man einfach sagen. Gut. Dann machen wir noch ein kleines Fazit zu beiden, denke ich. Ja, machen wir. Gut, da haben wir die beiden nochmal nebeneinander ein bisschen. Was halten wir von ihnen? Also, sie ermöglichen auf jeden Fall sehr, sehr interessante Listen, die beiden. Sie sind auch beide gut. Und sie. Die sind auf jeden Fall beide gut. Sie mögen halt noch, also Kopfgeldjäger sind ja gerade richtig im Trend, ne? Mit Din, mit dem Buba. Buba ist ja eh zurzeit sehr, sehr gut. Cad Bane ist gut, Bossk ist gut. Und weil die haben ja quasi erst mit dem Shadow Collective ein Upgrade gekriegt, sage ich mal alle. Und jetzt kam halt, kommt der Din halt bald raus. Und dann kommen die IG-Einheiten hier halt noch raus. Und dann kann man wirklich sehr, sehr viel verrückte Kopfgeldjägerlisten halt machen, ne? Jedenfalls beim Imperium und jetzt auch bei den Rebellen. Ne? Wenn man mit IG-11 und dann auch den Din spielen kann und dann auch irgendwann den alten Boba. Das Potenzial ist auf jeden Fall richtig krass. Aber auch das Imperium. Ne? Also das Imperium hat jetzt echt die Möglichkeit, auf so viele Agenten in den 100 bis 100, sag ich mal, 130 Punkte-Rahmen zuzugreifen, die alle gut sind und alle valide sind. Uiuiui, da kann man wirklich was mit anfangen. Und die beiden halt auch, die. Und das Interessante ist halt, obwohl die beiden wirklich ein sehr, sehr ähnliches Profil haben, ne, spielen sie sich doch auf den ersten Blick sehr, sehr anders halt. Ne? Der E88, der wirklich ein richtiger Kopfhaltiger ist und da auch richtig gut Schaden gegen bestimmte raushauen kann, ne? Mit auch so einem großen Würfelpool. Und ja, der ist halt einfach Kopfhaltiger. Das macht er halt. Ne? Der IG-11, klar, ist auch Kopfhaltiger theoretisch, aber der macht halt so ein bisschen. Der macht halt mehr so Randale beim Gegner. Ne? Er läuft halt rein, spielt seine Einzelpip, schießt als Mate 2 an und hat dann auch das Potenzial, sein Anti-Capture-Protokoll halt richtig Schaden nochmal reinzumachen bei dem Gegner. Sehr, sehr interessant. Sagen wir mal, sehr, sehr interessant. Ja, bin halt wirklich gespannt, wie sich jetzt alles verändert halt. Ne? Wir haben halt ja nochmal zwei Druidentruppler, die sowohl bei den Rebellen als auch beim Imperium sehr, sehr günstig repariert werden können mit potenziellen Astromechs. Müssen wir mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ich bin auf jeden Fall begeistert und hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Key-Einheiten näher bringen, hatte Spaß dabei und könnt ihr dann auch bald, wenn sie dann rauskommen, benutzen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, wir müssen noch einmal ganz fix über die 1er-Pip vom IG-88 reden und zwar.
gab es da eine kleine Änderung von dem Regelauslegung halt so in dem AMG-Forum. Ich hatte extra dieses Mal darauf gewartet, dass halt eine offizielle ja, Erklärung halt im Forum ist, wie die Regel zu verstehen ist. Die ist jetzt aber leider nochmal geändert worden, also leider oder glücklicherweise nochmal geändert worden, je nachdem, wie man sehen kann. Somit hat sich die Interpretierung von IGs Einsatzpapier ein bisschen geändert. Deswegen möchte ich das hier nochmal ein bisschen neu reflektieren, weil ich noch die Zeit habe, sage ich mal, dass ich halt ja euch auch die richtigen Regeln mitgeben kann. Ne? Und zwar hatte ich vorher, war es ja gesagt, die Einser-Pip, er kann quasi wieder repariert werden. Man legt die Wunden da einfach drauf auf die Karte und gut ist. Nein, es ist jetzt anders gedacht. Sobald der gute IG-88 jetzt einmal 5 Wunden erlitten hat, dann stirbt er auf jeden Fall am Ende der Runde. Ne? Das heißt, er wird am Ende der Phase halt removed und kann jetzt nicht mehr, wenn er repariert wird und ähnliches, halt drankommen und irgendwas tun, sondern man hat quasi so die Chance, wenn man die Karte im Spiel halt gespielt hat, dann ist er auf jeden Fall nochmal die Runde dran, bevor er stirbt. Ne? Man kann die Karte ja auch ruhig vorher spielen, Runde 2, 3, und sollte man in Runde 5, 6 irgendwo dann halt mal ausgeschaltet werden. Und man war auch nicht dran die Runde, da hat man auf jeden Fall die Chance, nochmal dran zu sein. Ja. Ist jetzt auf jeden Fall dadurch der permanente Effekt in der Hinsicht wesentlich schlechter als vorher mit dem Reparieren und so. Das hätte schon ganz schön frustrierende Momente für sorgen können, denke ich mal. So ist es halt einfach nochmal netter Bonus, sage ich mal, dass man einfach auf jeden Fall nochmal einen Angriff machen kann, die Runde. Gerade halt gegen Bounties ist der Effekt halt immer noch richtig, richtig gut, dass die halt keine Tokens ausgeben können. Ja, deswegen, der Effekt hat sich quasi gar nicht geändert. Geht halt nur darum, wer jetzt halt stirbt, der gute IG-88. Ja, wollte ich halt nochmal hier anmerken, dass ihr da auch auf den richtigen Stand seid und ja, dann halt nicht mit falschen Regeln reinkommen. Tut mir halt leid. Ich hoffe, das ist okay, dass ich es jetzt auch mal hier im Nachhinein reingeschnitten habe. Ja, genau. Gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören, ne, und bis zum nächsten Mal.